Ich habe eine Umfrage gemacht und da ging es darum, welche Kreatur ihr aus Genesis 2 am meisten feiert. Das ist der Shadowmane und genau den gucken wir uns heute an. Wie zähmt man den? Was muss man beachten und was hat er für Fähigkeiten? Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark und hier wird der Genesis 2 Content rausgeballert. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wie immer habe ich alles vorbereitet, was wir brauchen und das ist im Prinzip nur ein ganz, ganz bisschen. Denn das, was man für den Shadowmane braucht, ist halt nicht so aufwendig. Wir brauchen vor allem Fischreusen, denn damit müssen wir Fische fangen, die wir dann später an den Shadowmane, ich wollte Maywing sagen, an den Shadowmane verfüttern können. Dafür würde ich diesen See hier empfehlen. Ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wo das Ganze ist. Wenn die Karte lädt, finden uns also hier ja an einem Übergang sozusagen zum Rockwell-Biom und hier kann man ganz gut die Fische fangen. Dafür legen wir uns die Fischreuse unten auf einen Slot unserer Wahl. Und dann können wir hier die aufstellen und damit eben Fische fangen. Wichtig, hier sind schon Piranhas. Ihr seid mit dem Tech-Suit super schnell im Wasser. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Wenn wir hier Shift drücken, dann seid ihr super, super schnell. Das heißt, falls irgendwas kommt, was euch angreift, kommt ihr schnell raus. Beziehungsweise ihr könnt auch super schnell mit rausfliegen, indem ihr einfach dann springt. Und was noch hilfreich sein kann für die Zähmung vom Shadowmane, das sage ich jetzt auch schon mal. Wenn ihr STRG mit in der Luft drückt, dann könnt ihr hier durch die Gegend ballern. Könnt also ein bisschen Distanz zwischen euch und dem Shadowmane reinbringen. Außerdem wichtig, bevor wir jetzt den Fisch fangen, bevor ich euch zeige, wie das geht, die Uhrzeit ist auch noch entscheidend, denn ihr könnt die Shadowmanes nur am Tag fangen. Ich mache das Ganze immer so ab 12 Uhr, da liegen die sich auch gut pennen und nachts quasi dann, ich meine, es müsste irgendwie 20 Uhr sein, stehen die wieder auf und dann könnt ihr sie nicht mehr zählen. Genug ist damit rein ins Wasser. Wichtig ist bei dieser Reuse, da haben wir schon jetzt einen Kandidaten, der uns ans Leder will. Wir können Piranhas ganz gut benutzen, dafür würde ich jetzt einfach eine Reuse hier mal platzieren. Die muss 10 Sekunden schon im Wasser sein, bevor die überhaupt nutzbar ist. Wir lassen uns mal so ein bisschen verfolgen vom Piranha und können jetzt im Prinzip hier ein bisschen E-Spam und da haben wir ihn eingefangen. Da ist schon direkt der nächste Kollege, das heißt wir setzen hier nochmal eine Reuse, wenn es denn gehen würde. Wie gesagt, die können einfach so ein bisschen vor ihm abhauen. Das ist kein Problem, die spawnen immer mal wieder nach, die Piranhas. Da sind gerade zwei Stück da und wenn es zu sehr nerven, rechte Maustaste. Einfach mal ordentlichen Schlag verpassen. Und immer so weiter. Da kommt ein Follow rein. Danke für die Follows auf Twitch. Wir streamen übrigens auch Genesis auf twitch.tv/Nico der Profi. So, 10 Sekunden rum. Wieder Spam. Sehr, sehr gut. Was noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist beim Fisch, ist folgendes. Wir brauchen Fische, die hier, ihr seht es, mindestens mal 0,5 sind. Je höher, desto besser. Und die haben eine Verfallszeit von 40 Minuten. Da müsst ihr also auch drauf achten. Wie viel Fisch man jetzt tatsächlich braucht, wissen wir tatsächlich noch gar nicht. Das kommt natürlich auch auf die Zähmeinstellung an. Denn der Shadowmane ist im Dododex noch nicht eingepflegt. Deswegen würde ich jetzt mal so 10 bis 15 Stück mitnehmen. Dann gucken wir, dass wir uns ein Low-Level holen. Und dann haben wir einen Shadowmane. So, ich habe meine Fische zusammen. Weil ich es mit meinen Fischen. Ich habe 12 Stück. Wir gehen. Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Jetzt quasi hier durch diesen Gang durch. Weil wir dann zu einem, ja, Weltraumgang kommen, wo wir relativ schnell und easy rüberkommen. Und zwar direkt hier rechts abgebogen. Und dann einmal durchschlängeln und dann kommen wir eben durch so eine Schleuse. Also hier können wir einfach dann durchschuten, ne, mit unserem Strike. Sind schon auf der nächsten Seite und wir gehen einfach komplett einmal, nicht rum, aber durch. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann sind wir quasi in einem von Rockwells Biomen. Jetzt ist das Ding. Wir müssen halt an Orte kommen, wo Wasser ist. Die sind überall am Ufer verteilt. Ist egal, ob wir jetzt unten oder oben sind. Ich gehe jetzt mal oben lang, da hatte ich vorhin schon etwas Erfolg mit. So, und hier am Wasser schauen wir uns jetzt quasi um. Und wir haben auch schon Glück. Wir sehen vor uns unten zwei Stück. Ich zeige das einmal kurz. Level 22 und Level 38. Die sind aber gerade beschäftigt. Wir müssen jetzt eben warten, bis die sich hinlegen und schlafen. Derzeit können wir schon mal einen Fisch, am besten den mit dem höchsten Wert, irgendwie auf die Null packen. Denn damit füttern wir die später. So, ich habe jetzt gerade nochmal weitergesucht und wir sehen einen vor uns. Jetzt ist wichtig, dass wir leise landen und vorsichtig rangehen an den Shadowmane. Manchmal sorgen die Boots für sehr, sehr laute Geräusche, deswegen gleite ich jetzt so runter, gehe in die Hocke. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Es sind hier Spinos, Caprosuchus sind hier unterwegs
Und auch Mantis. Und da sind die jetzt schon aufgewacht aus irgendeinem Grund, Alter. Die Pflanzen eignen sich übrigens gut, um hier mal zwischen zu landen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Manchmal funktionieren die nicht, wie sie sollten, denn da kann man auch durchaus mal durchfallen. Jedenfalls befinden sich die Shadow Mane also überall am Ufer verteilt. Eigentlich, die spawnen relativ häufig. Man muss halt ein bisschen Glück haben, dass sie dann auch das machen, was sie sollen. Nämlich sich hinlegen. Hoffen wir jetzt mal, dass die Mantis uns nicht angreifen. Wichtig. Relativ weit weg landen, hocke und möglichst nicht über Steine rüberlaufen oder so, weil es kann halt sein, dass dieser laute Step kommt und von diesem lauten Step wachen die auf, bin ich der Meinung, beziehungsweise es ist aktuell auch so ein bisschen random, ob sie aufwachen oder nicht. So, nochmal zwei neue rausgesucht, wie gesagt, die anderen sind auch schon wieder aufgewacht und meinten dann, dass die Hölle losbrechen muss. Geduckt rangehen. Ich zeige das alles, um euch zu zeigen, dass es wirklich auch schwierig sein kann, die zu bekommen. Weil ich habe jetzt viele Videos gesehen, wo es einfach so super easy gezeigt worden ist, wo kein einziger Spino da war, kein Mantis, kein Caprosuchus. Und das ist ja nicht das Bild, was hier gerade gezeigt werden sollte. So, wir gehen ran, wir haben auf dem Nuller-Slot, also auf dem letzten Slot haben wir halt unser, ne, unseren Fisch. Wir feeden ihn mal und hauen auch direkt ab, das ist wichtig. Der hat nämlich sonst Bock auf uns. So, was wir jetzt als erstes machen, ins Inventar. Und wir markieren uns erstmal unseren Shadow Mane. Weil der ist jetzt aufgewacht und der würde so ein bisschen umherstreifen. Wir warten jetzt so lange, also der ist auch unsichtbar und wir warten jetzt so lange, bis er sich wieder hingelegt hat. Ich hoffe, dass die Zähmung jetzt funktioniert. Ich bin aktuell auf einem Server, denn im Singleplayer ist es absolut verbuggt gewesen. Da ist es immer wieder bei mir auf Null gefallen. Ja, der läuft gerade ganz aktiv rum. Jetzt legt er sich wieder hin. Unsere Chance. Nehmen wir wieder den besten Fisch, den wir haben. So, er ist jetzt noch ein paar Mal aufgestanden. Ich musste noch mal ein paar Insekten wegmachen. Dafür habe ich die rausgelockt, habe sie dann mit dem mit der rechten Maustaste weggeklatscht sozusagen. Wir gehen nochmal ran. Wie gesagt, vorsichtig. Ich gehe mal von hinten ran. 61,2 direkt weg. So, beide liegen zusammen. Ich kann jetzt quasi nur von vorne ran. Ich wurde auch nochmal gerade von einem Mantis angegriffen. Es kann alles passieren. Ihr müsst einfach nur euren Tech-Suit dann unter Kontrolle haben. Mal sehen, ob es von vorne geht. Da ist er vorhin bei mir aufgewacht. Das kann aber auch andere Gründe haben. Es sieht ganz gut aus. Ich habe gerade nochmal exakt dem Shadow Mane das reingelegt, ja, nochmal gefüttert mit dem Fisch, den wir schon die ganze Zeit hatten. Und er sagt einfach, er ist jetzt wieder bei 29% statt irgendwas um die 90. Ei. So, wir machen mal kurz Folgendes. Ich denke, es ist klar geworden, wie es funktionieren sollte. Das wird es auch dann. Es wird behoben werden, sicherlich. Wir machen jetzt mal Folgendes, weil ich fast eine Stunde aufnehme. So, ihr wisst, normalerweise machen wir das nicht. Ist jetzt ein Force-Tame gewesen, aber ich habe das insgesamt heute 2 Stunden versucht. Wir schauen uns mal so ein bisschen die Fähigkeiten an. Erstmal machen wir jetzt erstmal hier die Sachen aus. Markierung entfernen. Wir haben eine normale Attacke. Wir können uns mit C, also mit der dritten Attacke, quasi unsichtbar machen. Und laufen hier durch die Gegend. Wir hätten auf X noch etwas, aber da steht dann hier, dass diese Fähigkeit den Mate-Boost benötigt. Wir können, wenn wir die Leertaste gedrückt halten... Ah, wir kriegen sogar ein Fadenkreuz. Können damit nicht angreifen, aber wir können damit die Richtung bestimmen, wohin wollen. Und so können wir dann auch durch die Gegend fliegen. Und kriegen auch keinen Falldamage. Oh, das war interessant. Das würde ich gerne nochmal machen. Mit der rechten Maustaste, also mit der zweiten Attacke, können wir diese Kettenteleportation machen. Und haben jetzt quasi einen Bronto und einen Paracer angegriffen nacheinander. Über unserer Hotbar ist auf jeden Fall noch so ein Balken. Den filmen wir, indem wir angreifen. Ja, und wenn wir uns unsichtbar machen, dann sieht man uns tatsächlich gar nicht mehr. Die Frage ist jetzt, können wir aus dem Kettentele... Können wir aus der Unsichtbarkeit angreifen? Ach, wenn wir, sobald wir angreifen wollen, machen wir uns wieder sichtbar. Und man wird auch nicht mehr getroffen. Okay, jetzt ist die Frage, können wir da rausspringen, wenn wir unsichtbar sind? Ja. Das geht, aber auch dann werden wir wieder sichtbar. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht besser zeigen kann, aber so wird es dann funktionieren, wenn es gefixt ist. Bei einigen wird es sicherlich auch schon funktionieren. Deswegen lade ich das Video auch trotzdem hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Bis dahin und ciao.